So, hallo liebe Zuschauer. Ich habe mir vor kurzem eine Sony E-Mount-Kamera zugelegt, weil ich vorher schon die RXM 100 Mark II mir zugelegt hatte und von der Qualität eigentlich ziemlich überzeugt war. Und Sony bietet zum einen relativ gute Megapixelzahlen im Vergleich zu den anderen Kameras. Außerdem ist Sony meiner Meinung nach führend bei den Systemkameras. Das habe ich jetzt auch im Urlaub gesehen. Sind alle Canon Freaks mit ihren riesen Teilen rumgelaufen, wie wir die abends nach dem Ausflug auf den Tisch gestellt haben. Lag meine ganz süß daneben und wir haben auch die Fotos mal verglichen. Also, das gibt sich nichts und nimmt sich nichts. Und jetzt ist mir immer aufgefallen, von dem, ja, die Objektivzahl hält sich ja doch noch sehr in Grenzen. Nach unten hin gibt es ja inzwischen diese 10 bis 18 mm. Gut, die Objektive kosten auch ein bisschen was. Ja. Teurer als vielleicht bei Canon oder Nikon. Allerdings, ja gut, es ist natürlich klein und leicht. So, ich habe jetzt mal hier zwei Objektive hergestellt, die eigentlich im Moment von der optischen Stabilisierung her das einzige, also das obere Ende eigentlich der Teleskala darstellen. Ich weiß, mit 210 mm ist es nicht richtig viel. Und das andere hier, das ist ein Allround, sehr weit, deckt von 18 bis 200 ab, während das im Kit mitgelieferte von 55 bis 210 geht, also in etwa identisch. Ja, mein erster Versuch, an mehr Brennweite zu gelangen. Und ich meine, es gibt natürlich, ich habe noch einen 500 mm Spiegeltele von Tamron, wobei das hat halt keine optische Stabilisierung und manueller Fokus. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass die fehlende optische Stabilisierung also wirklich viel Blenden kostet. Also man muss mit einer wesentlich kürzeren Belichtungszeit arbeiten. Und da gerät man halt auch schon wirklich bei hellem Sonnenlicht richtig an die Grenzen. Und das andere ist, gerade bei so einer Entfernung, also bei 500 mm Brennweite, der ohne Autofokus, ja, auch mit Kantenerkennung und so weiter von der Kamera, es macht keinen richtigen Spaß damit zu fotografieren. So, jetzt war meine Idee. Wir haben ja hier zwei bildstabilisierte Objektive. Ich bestelle mir hier so einen Telekonverter, der vorn draufgeschraubt wird. Also, wie man hier sieht, ist es auch ein sehr mächtiges Teil. Es geht auf der Unterseite, geht es bei dem Super Tele. Geht es hier direkt drauf? Das Ganze, dieser Konverter wiegt 300 Gramm, ja, also mehr wie das Objektiv. Und es wird jetzt schon richtig hier, also da ist eine richtig dicke Linse von drauf, das wird schon richtig kopflastig hier vorn. Ja. Aber das wäre jetzt ja noch nicht mal ganz das Schlimmste, weil ich sage jetzt mal, so eine Brennweite benutzt man ja eigentlich jetzt nur vielleicht mal auf Ausflügen oder ja, so. Aber das ganze Ding wird jetzt ja nur gut im Weitwinkelbereich bei 18 mm ist ein Telekonverter sinnlos. Also da macht er dann auch so einen Röhrenblick. Das Ganze, das ist jetzt ja verwendbar, so circa ab 40 mm Brennweite kann man das Ganze jetzt, also funktioniert es, da liefert es auch ein relativ klares Bild. Also das heißt, er wandelt 40 mm theoretisch zu 80 um, theoretisch, wieso theoretisch, das sage ich jetzt später nochmal. Und das Ganze geht dann hoch bis 90 mm und dann fängt es an, sehr stark zu vignettieren.
Und wenn ich dann gerade, also ab 100 mm macht es ja eigentlich überhaupt nur Sinn, weil bis 200 mm habe ich ja sowieso bereits vom Objektiv her die Möglichkeit hochzugehen. Und ab 100 mm ist es einfach nicht mehr benutzbar. Das Bild wird also sehr, sehr schlecht. Also mir ist es unklar, was sich die Hersteller solcher Vorsätze, also ich habe jetzt auch im Weitwinkelbereich hier nochmal einige Vorsätze, da ist meistens dann gar keine Anleitung dabei. Also die Kosten vom Preis her für solche Vorsätze, die fangen an von 35 € gehen hoch. Also ich habe auch eins für 70 gekauft, es gibt noch welche für über 100, also auch von Drittherstellern. Und es ist immer das gleiche Problem. Du hast keine Anleitung dabei, du weißt nicht, für welches Objektiv, für welchen Brennweitenbereich das abgestimmt ist. Von daher, ja, Rücksendeware nicht benutzbar. So, jetzt habe ich nochmal, dann bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe ja solche Zwischenringe mir schon bereits gekauft für die Makrofotografie. Das heißt, die vergrößern eigentlich nur den Abstand vom Objektiv zur Kamera. Und vor allem, der Clou ist, sie leiten die Autofokus- und Blenden- und Objektivinformation durch diese kleinen Kontakte an das Objektiv weiter. Und dann zweiter Hintergrund meiner Idee. Es gibt für eine alte Kamera eine ganz, ganz, das ist eine Sony A-Mount Objektiv, das ist schon 20 Jahre alt, gibt es diese Telekonverter. Und davon, von diesen Telekonvertern für alle möglichen alten Kameras, gibt es ganz, ganz billig bei eBay gebraucht zu kaufen. Das sind quasi Zwischenstücke, die zwischen das Objektiv und die Kamera geschaltet werden und den Telebereich erweitern. So, dummerweise gibt es für Sony E-Mount sowas noch nicht. Es gibt für Sony A-Mount gibt's Telekonverter, da kostet allerdings der 200 mm, also der Zweifachkonverter, der kostet 400 €. Ja? Also perverser Preis. Und diese gebrauchten Konverter, die kriegt man ab 10 €. So, und jetzt hatte ich die Idee, ich baue mir aus dem Konverter das eigentliche Mittelstück raus. Ja, dann kann man schauen, also da gibt es je nach Konverter, ist es so, dass die unterschiedliche Länge aufweisen. Und ja, also da kann man sich einfach mal ein bisschen umschauen. Und diesen Konverter, den habe ich eben auseinandergeschraubt und dieses eigentliche Mittelstück habe ich da herausgeholt. So. Und dann habe ich diese Makroringe hergenommen, habe hier so ein bisschen das Innenteil, das ist Kunststoff, das habe ich ein bisschen mit der Feile bearbeitet, um hier eine leichte Rundung zu erzeugen. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Kontakte nicht beschädigt. Und dann habe ich diesen herausgelösten Telekonverter, den habe ich hier reingebaut, wie man sieht. Der befindet sich jetzt genau in der Mitte zwischen den Kontakten. Und ja gut, da muss man natürlich ein bisschen probieren, welchen Abstand der zu, oder man kann es natürlich auch ausrechnen, wenn man weiß, von welchem System der ist und wie da der Abstand zum Sensor ist. Und dann habe ich den hier eingepasst in diese, das sind jetzt, ich habe hier Doppelset aus zwei Makroringen genommen, habe das so ein bisschen konisch angefeilt, durch das ist der hier einfach reingepresst. Und durch das habe ich den Vorteil, ich habe einen sehr günstigen Telekonverter damit gebaut und habe gleichzeitig die Möglichkeit, also das Steadicam, also die optische Stabilisierung von meinem Objektiv zu verwenden. Ich habe die Blenden- und Belichtungsdaten kriege ich an die Kamera übertragen. Also ich kann ganz normal mit der vollen Ausstattung des Objektivs arbeiten und habe gleichzeitig eine Zweifach-Telekonvertierung. Also das war jetzt hier so mein Ideen-Dschungel,
Tutorial. Ich hoffe, dass bald ein professioneller Telekonverter von Drittherstellern auf den Markt kommt, weil es ist ja eigentlich eine sehr günstige Geschichte, sowas zusammenzubauen. Sieht man letzten Endes daran, dass ich das in meinem Homeoffice zusammengebaut habe. Und also der Vorteil, also ich finde es eine sehr sexy Sache. Es trägt wirklich nur minimal auf, gerade mal 2 Zentimeter, was wir hier haben. Und ich habe tatsächlich, also im Gegensatz auch zu diese Telekonverter, der macht auf meinem Objektiv keine Zweifachvergrößerung. Ja? Der macht vielleicht 1,2-fach. Ja? Also der bringt nicht wirklich viel, ist ein Riesending. Und hier, also das funktioniert, das Bild, der Qualitätsverlust ist nicht feststellbar. Das Einzige, was man dazu sagen muss, es gibt einen Blendenverlust, weil er vergrößert ja den Bildausschnitt und entsprechend, also um den Faktor 2 weniger Licht, das entspricht dann nochmal einer Blende, circa, so nach meiner Erfahrung. Desto weniger Licht fällt natürlich auf den Sensor. Ja. Mir wäre es natürlich schon lieber, wenn so ein Vorsatzkonverter, wenn mal einer rauskommen würde, mit dem er hier noch Telebereich rausholen würde, oder noch besser wäre natürlich ein richtiges Objektiv. Ja. Wobei die können natürlich auch teilweise wieder sehr groß werden. Also von daher finde ich die Lösung eigentlich ziemlich sexy und bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt diesen E-Mount-Telekonverter benutzen kann, um damit praktisch bis 420 mm hoch zu gehen. Ich werde jetzt gleich im Anschluss noch mal kurz 2 Fotos einblenden. Einmal rein mit dem Objektiv geschossen und einmal mit dem Telekonverter. Da kann dann jeder selbst beurteilen, was er von dem Bild hält. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!